Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar bauen wir heute mit euch einen richtig coolen Sternenhimmel, wie ich finde. Ja. Der hat nämlich einen ganz besonderen Clou. Und zwar ist er nämlich unsichtbar, wenn das Ganze aus ist, also wenn ihr ihn ausgeschaltet habt. Genau. Und verbirgt sich oder versteckt sich hinter der Tapete. Ja. Ultra flach dünn und du hältst es ja schon nah. Genau, wie ihr seht, richtig cool, flach wie Papier. Das ist wie Papier, ein ganz, ganz besonderes Papier. Ja. Und wie wir das Ganze machen, das zeigen wir euch in diesem Video Schritt für Schritt. Genau, nach dem Intro geht's los und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und schaut euch das Video bis zum Ende an. Genau. Und um den Sternenhimmel jetzt zu bauen, gibt es was ganz, ganz Simples oder Einfaches. Und zwar ist das von der Firma Dumitronics. Das ist Paperflex, nennt sich das Ganze. Das ist ein Papier, bestückt mit ganz, ganz vielen LEDs. Und das Ganze ist eine Weltneuheit und könnt ihr euch quasi genau auf Maß bestellen. Den Link dazu werde ich euch unten in der Videobeschreibung hinzufügen. Das ist wirklich hauchdünn und in gleichmäßigem Abstand habt ihr überall kleine LEDs platziert. Und das Ganze könnt ihr beispielsweise an die Wand jetzt bringen mit einem ganz normalen handelsüblichen Tapetenkleister. Ihr könnt natürlich daraus auch Lampen bauen, Stehlampen. Ihr könnt damit komplette Wände tapezieren. Ihr könnt damit quasi Wände zum Leuchten erbringen. Bevor wir aber das Ganze anbringen, möchte ich das natürlich vorweg nochmal testen. Und zwar habe ich hier ein Netzteil. Und es ist halt wichtig jetzt bei diesem Paperflex, das Kabel muss ich irgendwo verstecken und ich empfehle euch ganz einfach, dass entweder, wenn ihr die Möglichkeiten habt, hinter der Fußleiste das Ganze zu verstecken oder ihr tapeziert bis zur Fußleiste und wir haben nachher zwei kleine Ösen, da werden die zwei Kontakte angeschraubt, Plus und Minus und das decke ich dann ab mit einem Kabelkanal. Aber natürlich, bevor ich jetzt den Kleister ansetze, will ich erstmal das Ganze nochmal testen. Dazu räumen wir das Ganze dann auf. Übrigens könnt ihr das Ganze auch von der Länge her zuschneiden. So, dann haben wir hier unten zwei Ösen. Und da werden einfach diese zwei Kontakte rangeschraubt. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Die Ösen sind nicht im Lieferumfang erhalten. Deswegen müsst ihr euch dann eine Ösenzange besorgen oder kaufen. Und dann müsst ihr hier, ist beschrieben einmal Plus. Hier ist Minus, hier ist Plus. Und dann müsst ihr das Ganze dann anschrauben. Und voilà, ich bin echt begeistert. Es sieht richtig, richtig cool aus, das Ganze. Man muss natürlich jetzt bedenken, das sieht ein bisschen grell aus, aber darunter ist es schon ziemlich warm, das Licht. Und wenn jetzt hier noch eine Tapete rüberkommt, also ich bin echt gespannt. Und tapezieren wird wahrscheinlich der eine oder andere schon mal von euch gemacht haben. Wenn nicht, gibt es ein extra Video, gehe ich nochmal genau drauf ein. Werde ich mal hier oben verlinken. Ansonsten habe ich mir natürlich die Bahn jetzt mittig angezeichnet. Ihr könnt es natürlich auch außen bündig machen oder innen, so wie ihr möchtet. Und ich gebe das Ganze jetzt an den Kleister. Natürlich ein bisschen mehr, weil ich weiß aus Erfahrung, trocknet der Kleister ziemlich schnell weg. Und das ist dann ärgerlich. Und wir können natürlich auch jetzt ein bisschen über kleistern, weil das Ganze wird ja eh noch mal nachher dann tapeziert. Und dann nehme ich zu Hilfe eine ganz normale Gummiwalze und damit drücke ich das halt gleichmäßig an. Nicht zu doll. Wie gesagt, da sind ja LEDs drauf, wir wollen die ja nicht beschädigen. Also wie ihr sehen könnt, geht das quasi fast von ganz alleine. Das Ganze noch platt drücken und ich habe hier, wie ihr sehen könnt, fast gar keine Blasenbildung. Also richtig easy. Nachdem die Paperflex dann komplett durchgetrocknet ist, sprich nach 48 Stunden, können wir auch weitermachen mit den Tapezieren. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze jetzt nochmal mit einer weißen Fließtapete zu tapezieren. Ihr könnt natürlich auch eine ganz, ganz andere Tapete nehmen, eine Mustertapete, so wie ihr möchtet. Das Ganze habe ich dann wieder mit dem gleichen Kleister, den ich auch für die Paperflex verwendet habe, angebracht. Wichtig ist hierbei natürlich, dass ihr mit einem gleichmäßigen Druck arbeitet und möglichst alle Blasen rausbekommt. Keine Angst, am nächsten Tag sind meistens auch alle Blasen verschwunden. Die Kante habe ich dann mit einem Cuttermesser nochmal bündig abgeschnitten und das Ganze habe ich dann auch, auf Nummer sicher zu gehen, 48 Stunden lang getrocknen lassen. Das Ergebnis schaut dann so aus nach dem Tapezieren. Sieht schon mal ziemlich gut aus. Sehr, sehr schönes, warmes Licht haben wir hier. Das wird sich natürlich jetzt nochmal ändern, denn ich bin nochmal
mit einer weißen Wandfarbe 9010, also altweiß kann man sagen, drüber gegangen, um das Ganze den Raum anzupassen, damit es wirklich so aussieht wie ein unsichtbarer Sternenhimmel, den ich dann per Knopfdruck anmache. So sieht das fertige Ergebnis aus und ich würde sagen, wir stecken mal den Schalter an und schauen uns das Ergebnis an. Jetzt fehlt natürlich der Hamsterkäfig noch, der hier ursprünglich war. Übrigens gibt es darüber auch ein extra Video, wie ihr so ein, was heißt das, ist Meerschweinchenkäfig selber bauen könnt. Den platzieren wir jetzt noch. Und ihr könnt natürlich jetzt hier eine Smartphone-Steuerung beispielsweise einbauen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, Sternenhimmel an, Sternenhimmel aus. Und dann geht das Ganze automatisch an und aus. Check. So. Fertig ist der Sternenhimmel. Ja. Und das Tolle daran, wenn man den nicht mehr benötigt, macht man einfach das Licht aus. Und genau. Man und man sieht nichts. Das ist einfach tapeziert, übergemalert und weg ist das Ganze. Im Tapezieren sind wir mittlerweile Profis. Ja. Wir werden euch unten in der Videobeschreibung mal ein Video verlinken, wo wir auf das Tapezieren noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und alle anderen Infos bzw. das Produkt Paperflex findet ihr unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt uns in den Kommentaren mal hinterlassen, was ihr daraus gezaubert hättet. Ja, das würde uns interessieren, oder? Ja, ja. Wir haben natürlich auch noch ein paar Ideen, aber trotzdem würden uns eure sehr interessieren. Ja, gebt uns einen Daumen hoch. Ganz, ganz zum wichtig. Nächsten Mal. Und abonnieren. Und ja, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ne? Genau. Und wir trinken jetzt, wir haben es uns verdient, einen Kaffee. Ne? Sie macht es. Genau. Komm. Ciao. Tschüss.